Hallo und herzlich willkommen im CarRanger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2020er Kia Stinger GT. Und ich zeige euch, warum das am schlechtesten verkaufte Modell der Marke gleichzeitig auch eines der allerwichtigsten ist. Der Kia Stinger GT. So ein Auto, was aus Sicht des einen oder anderen gar nicht so wirklich zur Marke passt. Ja, 2011 hat Kia eine Studie vorgestellt von einem großen Modell mit 395 PS. Und die Presse und das Publikum hat gesagt, ja, klingt ja nicht ganz interessant. Und dann hat man das bei Kia einfach in Realität umgesetzt. 2017 kam er raus, jetzt 2020 gab es einen Facelift. Tja, und wir haben noch einen davor erwischt. Ja, denn nicht nur neue, sondern auch Gebrauchtwagen sind bei uns interessant. Und jetzt werfen wir mal einen Blick drauf, was kriege ich hier beim Design, beim Innenraum der Technik? Wie fährt sich sowas eigentlich denn? Tja, und die erste Frage wäre, was ist denn hier so für ein Motor auch drin? Weil ich habe Stinger GT gesagt und in Deutschland, es gab einen 2 Liter Vierzylinder, es gab einen Diesel und es gab den großen V6 Twin Turbo. Und es gab auch Allrad, es gab Heckantrieb, es gab also die verschiedensten Varianten. Ja, und dann hat sich herausgestellt, im Moment im deutschen Markt funktioniert, wenn dann nur eins. Sechszylinder Biturbo, Allradantrieb, Automatik, volle Hütte. Und so steht hier neben uns ein Kia mit genau einem optionalen Extra. Und dann sind wir wieder beim Design, nämlich Keramiksilber ist hier das einzige Extra, was gewählt wurde. Und trotzdem sieht man auf den ersten Blick schon, Moment, wir haben hier eine Frontkamera, wir haben ein Abstandsradar, wir haben LED-Scheinwerfer, wir haben auch da oben noch Kameras für Verkehrszeichenerkennung. Klingt ziemlich voll ausgestattet. Ja, ich bekomme einfach nur noch voll ausgestattete Kias-Dingers. Und das ist so der Punkt, die meisten sagen, Kia, das sind doch günstige, zuverlässige Autos mit 7 Jahren Garantie. Naja, das mit den 7 Jahren Garantie stimmt, das zuverlässig wird sich im Laufe der Jahre noch ein bisschen zeigen müssen. Und er kostet halt ein bisschen Geld, ganze 54.000 Euro. Trotzdem ist er ja gar nicht mal so teuer, sondern noch ein Schnäppchen. Aber das sehen wir im Laufe der Zeit. Ja, beim Design, wir haben hier diese Air Curtains und dieser Air Curtain geht über in den Air Breather. So, und jetzt könnte man überdenken, das ist wieder nur Dekoration, Marketing, Sprech, irgendwas, aber tatsächlich ist das funktional. Das sieht man auch gut daran, wenn man mit dem Auto ein bisschen unterwegs war, hat man hier hinten nämlich Dreck auf seinem Plastik. Das auf der Motorhaube hier ist tatsächlich Dekoration, einfach damit das Ding ein bisschen sportlicher aussieht. Und da hat man sich schon wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das heißt, eine verhältnismäßig lange Motorhaube, diesen lange geschwungenen Scheinwerfer und diesen einzelnen Blinker-LEDs, um das Ganze möglichst sportlich zu gestalten. Vor allem das Ganze ist 1,87 Meter breit, also fast 1,90 Meter. Das ist ziemlich fett, also auch im Vergleich zur deutschen Konkurrenz. Das Kia-Design-Element, wohlgemerkt, ja, ist die Tigernase. Und diese Tigernase, die setzt sich sogar hier oben in der Scheibe fort. Das finde ich ganz clever, dass man die Scheibe nicht einfach gerade abgeschnitten hat, sondern den Grill wieder mit aufgreift. Genauso auch wie die Waben vom Grill im Scheinwerfer aufgegriffen werden. Da ist man schon sehr bemüht. Ja, und dann ist wieder die Frage, will ich als Dekor leisten? Will ich da was Chromtes? Will ich Alu? Will ich Hochglanz schwarz? Und hier hat man sich was ganz anderes überlegt. Dark Chrome nennt man das dort im Marketing-Sprech. Aber das treffen wir hier, das haben wir hier auch an den Seiten und an allen etlichen anderen Elementen, zum Beispiel auch an der Front. Finde ich eigentlich ganz nett, dass man mal so ein bisschen ja, Abwechslung mit reingebracht hat. Ja, die Besonderheit von dem Auto ist allerdings, es ist halt nicht so ein kleines Kia Hatchback oder Mini-SUV-Modell, sondern, ja, jetzt sagt der ein oder andere wieder, ja, ein viertüriges Coupé oder ähnliches. Es ist eine Fließheck-Limousine, wenn man es mal so formulieren möchte, die auch von den Abmaßen so ein bisschen zwischen der etablierten Konkurrenz steht. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen A5 und einen A7. Und der Kia ist mit 4,83 Meter quasi genau in der Mitte irgendwo positioniert und preislich quasi unter beiden. Denn wenn man das jetzt mit einem A5 vergleicht, reicht das ja eigentlich gar nicht, sondern ich bräuchte quasi ein S5, um wieder irgendwo auf das Niveau zu kommen. Was beim Design aus meiner Sicht den größten Unterschied macht, obwohl man ja, das auf den ersten Blick gar nicht merkt, ist, wenn man sich hier mal diese Tür anschaut, wie sie hier nach außen weggewölbt wird. Erkennt man auch gut daran, dass die ganze 1, 2, 3 Steinschlagschussfolien montieren, damit das Auto hier geschützt wird. Und das lässt das Auto deutlich stämmiger stehen, vor allem am Anfang. Viele waren ja mit Hinterradantrieb, das soll das auch vom Designer nochmal betonen. Dazu natürlich, ja, die schicken 19 Zöller inklusive roter Bremssattel. Vorne steht auch nochmal ein Brembo drauf.
Also man muss es schon sportlich wollen, ist ja auch ein Gran Turismo. Designmäßig, ich finde es ganz gut, wir haben hier diese Fensterlinie, aber die wird nach hinten durchgeführt, hier tatsächlich bis zur Heckklappe und läuft dann einmal ganz sanft aus. Und damit auch der US-Markt glücklich ist, gibt es hier auch noch diese Side-Marker bzw. die Reflektoren an der Seite. Wir merken, wir haben auch einen ziemlichen Überhang hier hinten. Und dann geht es weiter, das heißt, das, was wir vorne als Airbreather hinter dem Vorderrad haben, gibt es hier hinter dem Hinterrad auch. Aber hier ist es dann wieder reine Dekoration. Also man macht so ein kleines bisschen dieses Mischspiel aus echten Luft, Ein- und Auslässen und das, was Dekoration ist. So, hier hinten bei den Rückleuchten, die Blinker greifen eins zu eins das Design von vorne auf. Und dann hat man dieses durchgehende Leuchtband. Wobei die Mitte ja nicht beleuchtet ist, wenn ich ja nur mit meinem Abblendlicht fahre, sondern ich jeweils außen ja einen so einen Kreis sozusagen gezeichnet bekomme. Und was dann ganz interessant ist, das sieht für mich so ein bisschen aus wie ein Dodge Charger zum Beispiel. Der hat sehr ähnliche Rückleuchten. Dann hat man auch wieder so ein paar A7-Elemente dazwischen. Und man erkennt so das ein oder andere Auto wieder. Ich muss allerdings sagen, die Mischung ist sehr eigenständig und sieht auch ganz schick aus. Wenn wir da mal aufmachen, geht es natürlich elektrisch, weil an Ausstattung mangelt es ja nicht. Wir sehen auch eine Rückfahrkamera haben wir. Tatsächlich hat das Auto auch eine 360-Grad-Kamera. Warum auch nicht? Ich finde auch hier die Dimension von den Dämpfern, beziehungsweise wie es erstmal wirkt, das sieht schon ziemlich stämmig aus. Und ein nettes Detail hier, natürlich der Knopf dafür, ist extra nochmal so silber umrandet, damit es halt ein bisschen wertiger aussieht. Ja, wie viel geht hier rein? Das sind 406 Liter mit einer sehr niedrigen Ladekante, von der Nutzbarkeit sehr gut. Dadurch, dass es halt ja so ein Fließheck ist, kann ich auch Größeres einfach reinwerfen. Wird halt höchstens hier von der Ladehöhe ein bisschen knapp. Rückbank kann man umlegen, dann werden es ja über 1100 Liter. Da geht dann also ganz schön was mit rein. Also verhältnismäßig praktisch. Wobei am Heck neben den Geräuschen eher auffällt, ja, wir haben eine vierflutige Abgasanlage. Das sieht schon ziemlich mächtig aus. Und diese Abgasanlage mit einem Kia-Logo in Verbindung zu bringen, ich glaube, das tut dem Kopf von dem einen oder anderen weh, weil die verstehen nicht, Moment, Kia, das passt alles nicht. Und allein schon der Name Stinger, das klingt schon nach viel. Und dann kommt auch immer wieder dazu, ja, man hat sich damals beim Schlüssel ja was Interessantes überlegt. Das war das erste Modell mit diesem tollen Kia-Schlüssel. Und dann sieht es halt tatsächlich immer so wie der mächtige Raketenknopf aus, wenn ich mein Auto zu bzw. wieder aufmachen will. Wobei, das wird relativ selten passieren. Die meisten ja, lassen den Schlüssel einfach in der Tasche und sagen, ich habe doch Keyless Go, Keyless Start, Keyless alles. Und tatsächlich macht es das Auto mir vorne sehr einfach. Das heißt, ja, der Sitz wird jetzt vorne nach hinten gefahren, damit der Fahrer jetzt einen sehr entspannten Einstieg hat. Jetzt könnte man also denken, wenn ich mich hier hinten niedersetze, wird es sehr eng für meine Beine. Aber selbst wenn der Sitz vorne auf der ganz hinteren Position ist, habe ich immer noch fast eine Handbreit. Das heißt, im normalen Fahralltag werden da schnell mal zwei Hände draus. Also ich habe in der Länge mehr als genug Platz, auch in der Seite passt das gut. Herausforderung ist tatsächlich ja diese coupéhafte Dachlinie. Das heißt, wenn ich mich ganz gerade recke, komme ich zum Dachhimmel und dann fällt mir aber auf, sanftes Alcantara. Das heißt, auch hier ausstattungsmäßig hat man da nicht gegeizt. Und bei unserem tollen Testwagen, den wir hier von Kia bekommen haben, fällt da die Farbkombination auf. Das heißt, wir haben innen das Leder in Dark Red und außen das Keramiksilber. Ich finde es eine sehr stimmige Kombination. Und man hat sogar hinten Einstiegsleisten. Etwas, was im Jahr 2020 sehr selten geworden ist. Dazu gehört 2020 auf jeden Fall, ich habe hier über USB bzw. auch über 12 Volt zwei Lademöglichkeiten. Ich habe eigene Lüftungsdüsen hinten, die noch separat verstellbar sind. Und ich habe tatsächlich sogar Sitzheizung hinten, also nicht nur einen Fensterheber, sondern auch in drei Stufen Sitzheizung an bzw. aus. Und ich sehe auch hier schon Lautsprecher 1, 2, 3 allein in der Tür hinten. Ja, 15 Lautsprecher haben wir insgesamt, aber dazu kommen wir von vorne nochmal. Man sieht auch schon, wie sportlich das Ganze nochmal in der Tür gezeichnet ist und halt dieser tolle Farbkontrast mit dem Metall, dem Leder. Und das, ich muss sagen, ist ein sehr hoher Qualitätseindruck. Und dass ich dann noch Flaschen hier unterbringen kann und hinter den Sitzennetzen habe. Also ich kriege alles unter. Ich habe Lüftungsdüsen, ich habe Sitzheizung. Ich habe also wirklich alles außer Kopffreiheit. Ja, und Getränkehalter habe ich auch zusätzlich noch in der Mitte, wo ich das runterklappen kann. Und selbst da ist so ein kleines Stoffelement, um das Leder zu schonen. Und der Stoff ist rot, damit er zum Leder passt. Also das nenne ich ja Attention to Detail. Von daher würde ich sagen, springen wir mal nach vorne und schauen, ob das Dinger da genauso überzeugen kann wie hier hin. So, dann lassen wir uns einmal hier vorne nieder und außen könnte der ein oder andere sagen, das
Auto bringt mich natürlich erstmal in Position. Könnte das eine, der eine oder andere sagen, das ist doch ein Best-of aus all den Marken, die ich irgendwie so kenne. Und es ist sehr gelungen. Und hier innen ist es für mich auch so ein bisschen ein Best-of aus all dem, was man kennt. Das heißt, diese Lüftungsdüsen, freistehendes Display, das Design vom Lenkrad, alles kann man hier und da bei einer anderen Marke wiedererkennen. Aber ich finde es schön zusammengestellt hier. Genauso auch, ja, wie die Farbkombination innen außen sehr gelungen ist. Und für mich am schönsten eigentlich ist auch mit dieser Ecke, mit den verschiedenen Lautsprechern, mit dieser metallischen Optik, ja, dem roten Kunstleder, was ich in der Tür habe, das passt wirklich schön zusammen und vor allem fühlt sich auch gut an. Auch jetzt hier zum Beispiel meine Mittelarmlehne, mein Lenkrad, das hat alles so, ja, die richtige Dicke. Und ja, ein anderer Punkt ist natürlich auch immer, irgendwie ist es heute ziemlich frisch. Ja, was wird mir denn hier vorne geboten? Das heißt, ich habe hier so einen Kippschalter nach vorne für die Sitzheizung, nach hinten für die Sitzlüftung und natürlich auch eine Lenkradheizung ist mit an Bord. Daneben die Tasten sind für die Einparkhilfe beziehungsweise auch mein Kamerasystem. Das heißt, ich habe ein 360-Grad-Kamerasystem mit Kameras auch unter den Spiegeln. Das heißt, wenn ich so ein bisschen vor- und zurückrolle, wird mir das Ganze da ganz gut dargestellt. Das können wir uns gleich beim Fahren nochmal eine Sekunde mit anschauen. Und ich kann meine Start-Stopp-Automatik ausmachen. So, und ganz interessant hier, ja, wir hatten ja auch schon das Thema Lautsprecher. Ich habe hier vorne schon wieder 3 Lautsprecher in der Tür und insgesamt 15 Stück mit 750 Watt. Und so ein bisschen die Besonderheit hier ist, und ich habe da heute mal was für euch vorbereitet, eine Seltenheit im Car Ranger Einblick, dass wir uns auch mal mit dem Thema Soundsystem so eine Sekunde beschäftigen. Und ja, das heißt, wenn man ein Mobilgerät dabei hat, kann man das hier vorne gut unterbringen, inklusive induktiven Laden. Da gibt es auch noch andere Lademöglichkeiten. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, okay, ich mache erstmal Aufbau der Bluetooth-Verbindung, dann geht man hier einmal auf. Warten wir eine Sekunde. Ah, so, jetzt diesen Song wird der eine oder andere von euch gleich wiedererkennen. Das ist unsere alte Car Ranger Intro-Musik. Und wenn man jetzt bedenkt, die Lautstärke hier geht bis auf 40 und auf 1, hört man schon ein bisschen was. Auf 2 kann man sich noch im Auto unterhalten und bei 4 wird es schon schwierig, sich mit seinen Mitfahrern irgendwie zu verstehen. Und wenn man es dann... Das heißt, man ist eigentlich chancenlos, bei jeder Lautstärke über 6 oder 7 sich mit jemandem zu unterhalten. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass das halt aber auch so grob gerastert ist. Das heißt, eigentlich wäre immer so, will ich jetzt 2 oder will ich 3 haben während der Fahrt, während man da bei anderen Autos so ein bisschen mehr Dosiermöglichkeiten hat. Allgemein dieses Multimedia-System, was jetzt mit dem Facelift abgelöst wurde, wäre so das, wo ich noch am ehesten sage, ist für mich ein bisschen schwierig von der Gewöhnung her. Man muss halt solche Touch-Systeme irgendwie mögen. Das heißt aber hier von der Reaktionsgeschwindigkeit und Co., da geht das Ganze eigentlich schon ganz gut. Man kann natürlich auch wieder einstellen, möchte ich denn jetzt diese verschiedenen Kaffeetöne haben, wie man es dann später auch bei Kia benannt hat. Also es geht zügig. Ich habe auch das Thema Android Auto, Apple CarPlay, alle solche Sachen sind hier mit drin. Nur dadurch, dass es so wirklich gerade im Raum steht, ist das manchmal von der Bedienung her ein bisschen schwieriger für mich. Der Punkt ist allerdings, das sind 8 Zoll. Dann habe ich hier im Kombi-Instrument 7 Zoll. Und jetzt kommt dann der Clou, es gibt noch das Head-Up-Display, das hat auch noch mal 8 Zoll. Das heißt, im Head-Up-Display kann ich dann nicht nur sehen, wie schnell ich bin, sondern ich kann zum Beispiel auch meine Navigationsbefehle sehen oder mein persönliches Highlight. Ja, wie ist das denn eigentlich immer mit so Totwinkelassistenten, wo Autos sind? Da habe ich oft was in den Spiegeln, das ist ganz nett und so weiter. Aber hier kriege ich im Head-Up-Display angezeigt, ob links oder rechts im toten Winkel von mir ein Auto ist. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ideal, weil ich schaue nach vorne und sehe dann, ja, ob irgendwo halt mir ein Auto im Weg ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen die Spur wechseln möchte. Und dieser Bildschirm, das Head-Up-Display, macht dann für mich hier tatsächlich einiges wett. Steuerung davon läuft hier über die Mitte noch mit. Das heißt, Radiosender wechseln kann ich zum Beispiel, indem ich hier drehe. Laut leise haben wir gerade schon gesehen. Und darunter die mal direkte Klimaanlage. Einziger Punkt, der da vielleicht ein bisschen, ja, schwierig für mich wäre, ist jetzt tatsächlich, ich kann die Temperatur, wenn jetzt dann das Auto mal an wäre, nur sehen oben im Display, wenn ich die Temperatur verändere. Also ein kleines Display hier würde mir persönlich sehr helfen. So, und dann ein Stückchen weiter hinten gibt es auch hier nochmal Getränkehalter. Aber auch das Öffnen, Schließen, alles ist sehr sanft. Und auch dieses Material finde ich gut. Automatikwählhebel gibt es mal keine Rätsel auf. Handbremse dahinter, Auto-Holds, kennt inzwischen auch die meisten. Hier gibt es die verschiedenen Drive-Modes. Dann würde ich sagen, okay, muss man doch mal eine Sekunde anmachen dafür. Die obligatorischen Warntöne sind natürlich auch mit an Bord. So, und dann, das heißt, kann ich hier also wählen, möchte ich sportlich sein, Sport Plus, Komfort, Eco oder Smart. Was Smart bedeutet, sehen wir dann gleich beim Fahren. Mich hat das Auto in dem Moment überzeugt, dass wenn ich hier von Komfort auf Sport wechsle, der Fahrersitz enger wird. Und das ist zum Beispiel so ein Feature, ja, damit hat man mich sofort, wenn der Sitz enger wird. Wohlgemerkt, nur der Fahrersitz, der diese Lehnenbreiteneinstellung hat der Beifahrer dann nicht. Sitz an sich ist eine Mischung aus Nappa-Leder und Kunstleder. Das Nappa fühlt sich wirklich sehr gut an. Sitz ist wirklich vielseitig verstellbar. Und auch, dass man halt diese kleinen Stoffeinsätze in dem Rot hat,
ja, ich finde die Sitze wirklich gut. In den Kopfstützen steht dann nochmal GT und ich habe auch mehr als genug Platz. Pedale sind dann tatsächlich ja, so Metall, bisschen gummiert, finde ich ganz schick. Ablagen in der Tür, die sind dann nicht ausgekleidet. Also hier könnte das Ganze mal so ein bisschen rappeln. Und zu meinem Knie kann ich dann nochmal die Heckklappe öffnen, habe den Totwinkelassistent, einen Spurhalteassistent. Und also ich denke, da findet man sich ganz gut zurecht. Und Kombi-Instrument wirft insoweit auch keine Fragen ein. Und während der Fahrt können wir dann mal ein bisschen durchspielen, was es hier so zu sehen gibt. Weil hier sind halt eher so die Highlights. Ich habe einen Alcantara-Himmel, ich habe ein beheiztes Lenkrad, wo ich wohlgemerkt auch noch schalten kann und mich durch die verschiedenen Menüs durchklicken, inklusive meinem Abstandsradar. Aber ich glaube, ihr habt jetzt genug gesehen und das soll ja auch jetzt keine Lobhudelei irgendwie auf das Auto werden. Die Besonderheit ist halt hier, ich habe ein 50.000 Euro Auto, wo einfach serienmäßig alles drin ist. Denn ein beheiztes Lenkrad, Sitzlüftung und Co. kriege ich auch in anderen Autos, ist allerdings nicht unbedingt Serie. Oder auch sowas wie ein 8 Zoll Head-Up-Display. Hätte man jetzt in dem Kia nicht unbedingt erwartet. Und wirklich das Schönste, was mich dann überzeugt hat, ist, ich habe hier, das kann man jetzt nicht sehen, weil es aus ist, so ein LED-Leuchtstreifen, der ist rot. Und der läuft tatsächlich ganz sanft aus und wird dünner. Und das, finde ich, hat man tatsächlich ganz schick gelöst. Ja, aber dann würde ich sagen, das sind jetzt keine Argumente, um sich ein Stinger zu holen. Und auch nicht die Tatsache, dass ich zurückgefahren werde, um sanft auszusteigen. Oder dass, wie immer bei den GT-Modellen, ich rote Nähte an Fußmatten und Korb, sondern eher ist es doch die Technik, die mich überzeugt. Oder eben auch nicht. Und deswegen schauen wir uns die jetzt mal an. Wie schon am Anfang gesagt, es gibt ja nur noch den großen Motor hier. Und wenn man dann einmal das Ganze hier vorne öffnet, dann liest man auch erstmal prominent, so groß und bunt, wie es nur irgendwie geht, Turbo. Ja, das heißt, man kann auch sehen, 1, 2 Turbos sind hier vorne mit an Bord. Und es ist tatsächlich noch so ein kleines bisschen Luft zum Atmen hier vorne. Was mir allerdings beim ersten Öffnen aufgefallen ist, das sieht mit den Verstrebungen eigentlich ganz sexy aus. Und wenn man so merkt, ja, das ist auch schön Metall und das speichert so ein bisschen die Wärme und sieht echt gut aus aus meiner Sicht. Ja, ohne Abdeckung, klar, ist das jetzt optisch hier vorne kein Highlight mehr. Aber allein schon, dass sie es in diesem Rot-Orange mit draufgeschrieben haben, finde ich gut. Das sind so diese kleinen Designkniffe. Genauso auch, ja, wie im Endeffekt diese Narbenabdeckung, die man da auf den Felgen mit drauf hat. Solche Kleinigkeiten. Ja, der große Motor, was ist das? Am Anfang ist er rausgekommen mit 370 PS. Und dann, ab September 18, hieß es ja, Moment, wir brauchen einen OPF, damit wir auch Euro 6 D-Temp erreichen und Co. Und dann hat er ja schlanke 4 PS verloren. Das heißt, so wie jetzt hier neben uns steht mit OPF, sind wir bei 366 PS und 510 Newtonmeter. Wer jetzt wieder die 370 möchte, ja, der muss sich den Facelift holen, dann hat er wieder die glatten 370 PS. Denn die große Herausforderung von dem Auto ist das Gewicht. Ich habe immer den Sechszylinder, ich habe Allrad, ich habe Automatik, ich habe ein Auto, was über 4,80 Meter lang ist und immer voll ausgestattet ist. Das heißt, Leergewicht 1933 Kilo. Also mit Fahrer und Sprit und noch einem Beifahrer mit an Bord sind wir dann locker bei 2 Tonnen. Aber ist auch kein schönes, ist verhältnismäßig ehrlich, weil das ein oder andere Auto ist mit 1,8 Tonnen angegeben und dann kommt noch Ausstattung, 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 Ausstattung dazu und am Ende wiegt es auch 1,9. Er macht es halt einfach immer. Ja, trotz des Gewichts, ja, es geht auf die obligatorischen 250. Ja, nicht ganz. Er regelt ab. Aber halt erst bei 270 km/h. Und ja, von 0 auf 100 geht es in 5,5 Sekunden. Das Interessante an der Stelle ist, die Variante vorher ohne OPF ist angegeben mit 4,9 Sekunden. Die mit 5,5, dann denke ich mir, ja Moment, wegen 4 PS gehen doch keine 0,6 Sekunden drauf. Aber ja, rund um die 5 Sekunden glaubt man ihm auf jeden Fall. Das, da wirkt er auch sportlich straff und der Verbrauch ist angegeben mit 10,5 Litern. Die er auch braucht. Das heißt, wenn man so im Alltag gemächlich rollen lässt, schafft man die 10,5 Liter. Viel darunter wird allerdings nicht gehen, sondern man sollte eher so ein bisschen mehr einplanen, wenn man die eine oder andere Vollgasetappe hat und halt ausreizt, dass das Auto halt nicht bei 250, sondern erst bei 270 abregelt. Was ist denn dann für ein Getriebe dran? Ja, was will man heute haben? Richtig, die obligatorische 8-Gang-Wandlerautomatik. Das heißt, ich habe ein sanftes Anfahrmoment, verhältnismäßig zügige Schaltvorgänge und vor allem eine ideale Getriebeübersetzung, um halt auch mal 270 zu fahren, ohne direkt im Begrenzer zu sein. Die hilft ihm auch ein bisschen beim Verbrauch, aber das große Thema ist halt Gewicht. Mit diesem OPF-Update ist nicht nur der Nachteil der höheren oder der längeren Beschleunigungszeit gekommen, sondern tatsächlich haben auch alle Allradmodelle das Sperrdifferential bekommen, was vorher nur denen mit Heckantrieb vorbehalten war. Von daher ist das doch schon mal ein großer Mehrwert, dass man zumindest das mit an Bord hat. Und der Allrad hier ist verhältnismäßig clever. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn einfach so mit meinen 140 dahin rolle zum Beispiel, geht 100% der Kraft an die Hinterachse und ich habe nicht das Problem, dass ich halt hier vorne meine Vorderachse mit bedienen muss und dementsprechend auch einen höheren Verbrauch habe, sondern er kann tatsächlich 100% der Kraft nach hinten schicken und verteilt da sehr clever. Das
Kann man noch mal ausprobieren, wenn es nass ist und man hier und da ein bisschen zügiger anfährt. Also Allrad funktioniert aus meiner Sicht gut und auch die Automatik. Das probieren wir aber gleich mal ja, auf der Straße aus. Denn zur Verlässlichkeit und Co. kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Andererseits, 7 Jahre Werksgarantie. Ja, jetzt sagt der ein oder andere von euch wieder, ja, aber dann musst du ja immer zum Kia, zum Service gehen. Ja, wenn du dir für über 50.000 Euro einen Kia gekauft hast, kannst du auch mal zu Kia zum Service gehen, die ersten 7 Jahre. Und da ist die Garantie wirklich gut. Und ich finde es auch, wie gesagt, optisch hier vorne schon ganz nett. Allerdings seid ihr doch jetzt gespannt. Wie hört sich denn ein 3,3 Liter V6 Biturbo Kia an? Und wie geht das da vorwärts? Und das probieren wir jetzt aus. Hallo zum zweiten. Ja, ich habe was anderes an. Warum? Ich mache das ein zweites Mal. Warum denn? Weil die Kamera nicht ging. Und dann hättet ihr verpasst, wie man hier sehen kann, die 360-Grad-Kamera funktioniert. Ich versuche nochmal in die Nähe des Bordsteins zu kommen. Da sieht man das. Das habt ihr gesehen. Und dann, es gibt hier verschiedene Fahrmodis, in denen ich unterwegs sein kann. Ja, was für ein Modus sind wir? Jetzt sind wir gerade in Sport. Und das ist natürlich so typisch rot. Ich kann aber auch in Komfort gehen. Dann wird das Ganze weiß. Mein Sitz entspannt sich. Alles ist so ein kleines bisschen entspannter. Oder ich kann auch auf Eco gehen. Dann ist das hellblau. Und Smart Dunkelblau. Was macht denn ein Modus, der smart ist? So, und zwar, der zeigt mir immer an, wo ich gerade bin und entscheidet für mich. Jetzt sind wir gerade Eco, deswegen ist er so hellblau. Und wenn ich so ein bisschen Gas gebe, dann, jetzt sehen wir, ich möchte Komfort fahren, dann möchte ich aber ein bisschen mehr Gas geben. Dann zwingen wir unseren Smart-Modus direkt in Sport zu gehen. Das heißt, das Auto kann für mich entscheiden, wie will derjenige denn gerade fahren. Und der Unterschied zwischen den einzelnen Stufen ist tatsächlich groß. Das heißt, wenn wir jetzt in Komfort rollen, beziehungsweise Smart-Komfort, dann ist das Auto ein richtiger Tourer für die lange Strecke. Wir haben eine niedrige Drehzahl und er ist tatsächlich verhältnismäßig weich. In dem Moment, wenn ich auf Sport gehe, ist das Ganze alles deutlich wahrnehmbarer. Was auch ein bisschen wahrnehmbarer ist, und das ist auch der zweite Grund, warum wir das Video nochmal neu machen, ist, wenn ich jetzt so bei mittlerer Drehzahl so ein bisschen Gas gebe, dann kriege ich schon ein bisschen Klang. Beziehungsweise, jetzt können wir uns, weil wir gerade auch den Platz und die Möglichkeit haben, uns ja mal so ein bisschen den Durchzug anschauen. Das heißt, wenn man so auf Landstraßentempo will, dann zieht er schon ordentlich und das hört sich auch kernig und souverän an. Der Punkt ist halt, wenn man das Auto dann mal von außen gehört hat, da hört man nichts, aber auch gar nichts davon. Das heißt, alles hier, was wir gerade gehört haben, ist für uns komponiert. Das ist natürlich sehr nett und höflich, dass man was für uns komponiert hat. Erwartet man in dem Moment aber nicht unbedingt. So ein bisschen ist schon die Erwartungshaltung klar, alle Hersteller designen das. Aber dass man von außen so wenig hört, tatsächlich sollte man sich das bewusst sein. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich dadurch, dass ich irgendwie kein Dröhnen und irgendwas habe, wirkt es relativ natürlich und da es auch nicht so übertrieben laut ist. Und vor allem, ich gehe nicht jedem direkt auf den Wecker. Das Einzige, womit ich den Leuten auf den Wecker gehe, ist, wenn das Auto richtig kalt ist und ich im Kaltstart bin. Die ersten paar Sekunden hat er relativ hohe Drehzahl, um ja, die ganze Abgasreinigung und Co. auf Temperatur zu kriegen. Und dabei klingt er echt nicht gut. Das ist so ein bisschen der Faktum. Anderer Punkt, der nicht so gut ist, ich schaue nach hinten. Übersicht ist echt so lala. Die Scheibe ist relativ flach, da kann man nicht sonderlich viel sehen. Beim Parken nicht das Riesenthema, denn die Rückfahrkamera, die wir eben gesehen haben, die ist bei allen immer serienmäßig mit drin. Von daher macht es das Leben einfach. Nach vorne ist die Orientierung besser, seitlich passt das auch für ein Auto der Größe, nur nach hinten ein bisschen schwierig. Und wenn wir schon bei Negativpunkten sind, ja, der Verbrauch. Vor allem, wenn ich es zügiger angehe, da steht dann mal 13, mal 14, mal 15 Liter, das ist schon einiges. Wenn ich sanfter hinrolle, komme ich mit den 10,5 Litern an, mit denen er angegeben ist. Aber unter die 10 kommen, ja, da bin ich dann schon wirklich sehr gemächlich unterwegs. Also Negativpunkte, Übersicht und Verbrauch sollte man auf jeden Fall mit anführen. Und manchmal erwartet man so ein bisschen mehr Beschleunigung und Co. Aber das ist tatsächlich nicht das, was man sieht in den Anzeigen, sondern eher so die gefühlte Geschwindigkeit. Denn der große Punkt bei dem Auto ist, es wiegt über 1,9 Tonnen. Und dieses Gewicht spüre ich halt einerseits positiv, weil es Souveränität reinbringt. Wenn man mal eine Kurve ein bisschen flotter angeht, ja, da wird es dann tatsächlich hier und da so ein bisschen schwierig. Wenn ich mal eine Kurve, auch mit größerem Winkel, wie die angekündigt, mal so ein kleines bisschen zügiger durch eine Kurve fährt, merkt man, er untersteuert, hat erstmal gutmütig, kommt dann mit dem Heck und
Das macht er schon gut. Wir nehmen uns so ein kleines bisschen zügiger angeben. Erstmal mit Untersteuerer. Wenn ich dann wagemutig genug bin, um einfach auf dem Gas zu bleiben, dann kommt er so leicht mit dem Heck mit und das sehr sicher, sehr kontrolliert. Also von da bin ich für das Fahrverhalten zufrieden, wenn man halt so einen großen Tourer erwartet. Wenn man jetzt ein kleines, agiles Sportfahrzeug erwartet, ja, dann wird man hier so ein bisschen enttäuscht. Allerdings, ja gut, ein Auto, was 1,9 Tonnen wiegt, da sollte man sich auch vorher bewusst sein, dass das jetzt nicht das Sportlichste irgendwo wird. Hier ist halt eher der Punkt, ein bisschen beschleunige, das geht ganz gut. Beziehungsweise, wenn ich mir auch denke, im Moment, ich habe nach vorne Platz, ich möchte mir überholen, dann geht das eigentlich immer ganz flott. Auch eigentlich ganz gut. Also ich mag das, was man tatsächlich sich da für uns überlegt hat, sozusagen als Sound. Ja, was kriegt man in der Mitte hier eigentlich noch an Anzeigen? Wenn jetzt die Kamera läuft, kann ich es euch ja zeigen. Das heißt, wir haben diese Anzeige, die, das sind die Sportanzeigen, aber die bringen so halb viel, um ehrlich zu sein. Öltemperatur super praktisch. Der Ladedruck geht bis zu einer Anzeige, wo ich nie hinkomme. Also haben wir die Möglichkeit, immer durch den Kreisverkehr zu fahren. Und dann merken wir, ja, das ist schon. Also die Kurvengeschwindigkeit, die wir dabei haben, die ist schon ziemlich gut. Und wie ihr da mitlenkt, wenn man vor allem bedenkt, was das Auto wiegt, dann geht das nicht voll in Ordnung. Nur das Drehmoment, man sieht diese Verzögerung, bis da irgendwas reagiert, das macht nicht wirklich Spaß. In den anderen Anzeigen, klar, sind wir die Fahrinfos, ja, jetzt haben wir 14 Liter verbraucht. Reifendruck, sowas. Ich kann aber auch mein Head-Up-Display hier konfigurieren und das ist wirklich gut. Ich kann also sagen, wie hoch ist es? Ist es rotiert? Welche Sachen werden angezeigt? Und da kriege ich wirklich alles Mögliche. Ich kann sogar sagen, wie groß möchte ich die Geschwindigkeit haben? Ja, und sogar in welcher Farbe? Also von daher finde ich das ganz gelungen, was man da sich überlegt hat so. Das heißt, Nutzbarkeit von diesen Themen, super. Sitzkomfort finde ich gut. Lautstärke bei höheren Geschwindigkeiten finde ich super. Da stört dann halt wirklich nur der Verbrauch. Durchzug auch gut. Motorsound komplett künstlich. Und die Automatik, das ist, ich sag mal, Klassenstandard, 8-Gang-Automatik. Ich kann sanft anfahren. Ich finde die Schaltwechsel zügig genug. Und ich habe halt auch eine autobahntaugliche Übersetzung. Das ist das, was ich so zum Fahren sozusagen jetzt zu sagen habe. Ansonsten, Soundsystem könnte ein bisschen feiner sein, wird aber unglaublich laut. Rangieren geht ganz gut aufgrund der 360-Grad-Kamera und man muss auch sagen, der Wendekreis ist für ein 4,80 Meter Allradauto mit Sportfahrwerk echt in Ordnung. Also da kann man sich jetzt auch ja, weniger beschweren. Und wie gesagt, die Fahrwerkshärte geht vor allem im Komfortmodus voll in Ordnung. Sport ist er dann straffer. Wie gesagt, wer jetzt ganz agil sportlich erwartet, der wird aufgrund des Gewichts einfach enttäuscht. Man muss bedenken, der Kia Stinger, wenn man noch Passagiere und vollen Tank hat, ist man dann gerne mal bei 2 Tonnen. Und dann kriegt man im Kreisverkehr immer noch eine hohe Geschwindigkeit hin. Aber allein schon von der Rückmeldung und Co., ich habe ein großes, schweres Auto. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und dass der Klang künstlich ist. Denn dafür hat es sich gelohnt, das Ganze ein zweites Mal ja, für euch irgendwo einzusprechen, damit ihr das wisst. Denn das sollte man ja wissen. Ja, und jetzt schauen wir doch mal, was bringt ihm das denn alles zusammen so im Score? Denn wir haben ja ein Auto, was gefühlt alles können will und auch ziemlich gut abliefert. Ja, von daher sehen wir uns im Fazit gleich wieder. Mit dem Stinger hat sich Kia einen großen Gefallen getan, auch wenn sie gar nicht so viele Autos verkauft haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wir haben hier ein unglaublich komplettes Auto. Ich habe einen souveränen Antriebsstrang, ich habe eine volle Ausstattung, ich habe auch aus meiner Sicht sehr stimmiges Design und ich habe auch gar nicht mal die Wahl nach kleineren Varianten. Und wenn ich jetzt dann nach Schwachstellen suche, er verbraucht deutlich zu viel, wenn man ein bisschen zügiger unterwegs ist. Das Auto an sich ist zu schwer und dann sucht man schon nach solchen Kleinigkeiten, aber insgesamt tatsächlich eine gute Leistung. Und kaum jemand kauft es in Deutschland. Woran liegt das? Hat das mit dem Preis zu tun? Produktpolitik? Was, wo, wie? Mit was kann man das vergleichen? Einem S5 Sportback, einem C43, M340i, solche Autos. Die kosten ähnlich ausgestattet. 80, 85, vielleicht auch mal 90, je nachdem, was man alles drin hat. Und hier sind wir ein bisschen über 50.000 Euro, je nachdem, was ich für einen Preis verhandelt habe. Das klingt sehr interessant. Ja, aber bei BMW, Mercedes und Audi kriege ich vor allem als Geschäftskunde da Leasingkonditionen geworfen. So, hier, nimm bitte noch 3 C43, nimm bitte die Autos, hauptsächlich sie sind weg. Und diese Leasingkonditionen kriege ich im Regelfall wahrscheinlich bei Kia nicht so. Und ich habe halt nicht dieses Prestige. Das heißt, der Deutsche geht nicht hin und sagt, oh Kia, hier, nimm 50.000 Euro für den Kia. Und deswegen wurde keiner verkauft. Und dennoch sage ich, es ist eines der wichtigsten Autos überhaupt. Ja, und die Namen, die dabei immer fallen, sind
Biermann und Schreier, die die große Arbeit gemacht haben. Vielen Dank, ihr habt ja das Image der Marke Kia und auch von Hyundai sehr positiv beeinflusst. Es sind aber auch viele andere Köpfe, die da noch mit beteiligt sind. Und tatsächlich, dieses Bild der Marke, alle denken, das ist so ein kleiner, kompakter Wagen, der mich von A nach B bringt, das geht jetzt weg. Bei Hyundai denken alle an den i30N, bei Kia denkt man an sowas wie den Stinger und das Image ist total positiv besetzt. Dann ist es auch egal, ob man vom Stinger 3.000 oder 300.000 verkauft hat, sondern alle wissen, es gibt dieses Auto und Kia baut richtig gute Autos. Und ich habe einen sportlichen GT mit 7 Jahren Garantie zum Beispiel. Ja, wenn wir dann mal bei den Preisen sind, also 54.000 Euro voll ausgestattet. Okay, das heißt, je nachdem, wie ich verhandelt habe, bin ich irgendwo um die 50.000 Euro unterwegs, bisschen drüber. Und dafür kriege ich halt alles. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es für die Anschaffung ganze 7 Punkte. Ich kriege natürlich auch schon junge Gebrauchte und Co. noch eine Ecke günstiger. Das heißt, die einzigen Autos, die aus meiner Sicht preislich dann vergleichbar sind, wenn ich mir denke, Image ist mir egal, ich will eine volle Ausstattung und Vortrieb. Tja, so ein Mustang könnte ich mir für das Geld tatsächlich holen. Da ist aber die Frage, nimmst du jemals Menschen mit? Dann hol dir bitte einen Kia Stinger, weil dann kann man tatsächlich auch hinten drin sitzen. Aber wie gesagt, Mercedes, BMW, Audi deutlich teurer. Beim Unterhalt gibt es 6 Punkte, er verbraucht zu viel. Und ja, die Brembos werden im Ersatz auch ein bisschen teurer sein. Ist natürlich ein Thema. Wenn ich so viel Leistung und Gewicht habe, muss ich damit einfach rechnen. Beim Platzangebot gibt es dann ganze 7 Punkte. Ja, vorne sitze ich wirklich sehr gut. Hinten habe ich auch jede Menge Platz, selbst wenn der Sitz in der hintersten Position ist. Und Kofferraum ist vor allem gut nutzbar, dadurch, dass es ein Fließeck ist. Beim Thema Komfort gibt es auch 7 Punkte. Natürlich, wenn ich im Sportmodus fahre, ist er schon straffer, direkter. Aber ich muss sagen, vor allem der Reisekomfort bei höheren Geschwindigkeiten geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Dann wird dann noch der Wiederverkauf, da gibt es jetzt nur 6 Punkte. Warum? Ja, Wertverlust ist ein Thema. Wenn ich einen Kia für 50.000 Euro kaufe, sollte ich nicht davon ausgehen, dass ich sie auch so wieder zurückbekomme. Und ja, auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sagen alle, ist kein M-Logo drauf. Es steht ja auch nirgends. Und was ist eigentlich Dark Chrome? Will ich nicht. Wobei dann alle wieder sagen würden bei einem M340i, ey, das ist so geil, ich habe diese Spiegelkappen in diesem Kupferton. Ja, kriegst du hier ganz genauso, halt nur ohne die BMW-Logos. Macht auf jeden Fall 33 Punkte für meinen Kopf. Wobei das bei Kia gar nicht auf der Prioritätenliste stand. Denn die wollten was verzerrt schaffen und sagen, wir können abliefern Autos mit Emotionen. Und beim Design, auch wenn der ein oder andere mich vielleicht dafür steinigt, gibt der ganze 8 Punkte von mir, weil das Ding sieht einfach schick aus. Und die 8 Punkte gibt es auch beim Fahrspaß. Ich meine, ich habe einen Fahrmodus, der nennt sich Smart. Und der erkennt dann, will der jetzt gerade langsam fahren, will der zügig fahren und richtet das Auto nach mir aus. Und das Auto reagiert auf mich und das finde ich sehr gut, dass es das tut. Beim Thema Ausstattung gibt es dann auch 8 Punkte. Klar kann eine S-Klasse, die jetzt gerade rausgekommen ist, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das Gute ist hier, ich kriege alles, ohne Kreuzchen setzen zu müssen. Das finde ich gut. Beim Klang bekommt er von mir 7 Punkte. Das Schlimmste bei dem Auto ist eigentlich, wenn er kalt ist, ich ihn anmache und ich dann merke, oh nein, er muss auf Temperatur kommen, um die Abgaswerte zu erfüllen. Da klingt er gar nicht mal so souverän, wie er klingen sollte. Das Angenehme ist eigentlich dieser Punkt, wenn er warm ist und man so bei 2.000-3.000 Halbgas gibt, da haben sie einen wirklich guten Sound hindesignt. Der eine andere erwartet halt mehr. Und tatsächlich zu den 2-3 Optionen, die es für das Auto gibt, zählt die Sportabgasanlage. Da könnte man also noch eine Schippe drauflegen. Und dann ist noch das Image, da gibt es 7 Punkte. Einerseits sagen alle, oh, der Stinger, da hat Kia ganz schön mal einen rausgehauen. Aber für viele bleibt es halt immer noch ein Kia am Ende des Tages. Und deswegen ist das Image okay, würde ich mal sagen. Ja, macht dann also 38 Punkte und 71 insgesamt. Und ich muss sagen, es ist ein tolles Auto. Völlig unabhängig davon, was jetzt nun von Markennamen und Co. Das natürlich seine Besonderheiten hat, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Verbrauch, als man vielleicht hier und da erwartet. Und das ist schön, er hat einen gewissen Charakter und er wurde nicht so häufig verkauft. Aber auch ein Auto, das selten verkauft wurde, ja, kann sehr wichtig für die Marke sein. Es ist quasi das Halo-Car für jedermann. Ja, wie ist eure Meinung zum Stinger GT? Und findet ihr die Entscheidung richtig, dass es nur noch den großen Motor, nur noch Allradantrieb und Automatik gibt? Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.